Das ist die gefährlichste Straße im ganzen Ammerland. Erst Montag krachte es hier das letzte Mal, als ein 20-Jähriger die Vorfahrt eines LKW missachtete. Es handelt sich um die Ammerlandallee. 65 Unfälle waren es im letzten Jahr, 33 sind es schon in diesem. Mit anderen Worten, hier rumst es mindestens einmal die Woche. Wir haben dort ein sehr hohes Verkehrsaufkommen, insbesondere zu den Verkehrsspitzenzeiten, das heißt morgens und abends. Wir haben etliche tausend Fahrzeuge dann auf der Fahrbahn. Und dann haben wir die Situation, dass gerade auch Zeitlückenprobleme eine Ursache spielen. Das heißt, dass Verkehrsteilnehmer, die die Vorfahrt zu gewähren haben, letzten Endes durch Stress, durch Zeitdruck dann in den fließenden Verkehr einfahren und dadurch die Vorfahrt verletzen. Auch beim Landkreis Ammerland ist man sich den erhöhten Unfallzahlen bewusst. Doch ein Mittel gegen den wöchentlichen Unfall ist hier noch nicht gefunden worden. Die Straßenverkehrsbehörde hat in der Vergangenheit schon einiges unternommen. Wir haben die Ampelanlagen optimiert in dem Bereich. Es ist eine neue Lichtsignalanlage an der Autobahnabfahrt errichtet worden. Im Moment können wir eigentlich nur den Verkehrsfluss und auch die Verkehrsunfälle beobachten und versuchen dann weitere Schlüsse daraus zu ziehen. Bis es soweit ist, wird es sicherlich noch den einen oder anderen Unfall geben. Ich fahre beruflich jeden Morgen quasi die Straße entlang und auch zwischendurch, wenn man mal in der Stadt was zu tun hat. Für mich als Autofahrer geht es einigermaßen, aber ich denke mal, gerade Schüler und junge Verkehrsteilnehmer sind insbesondere an der Brückerkreuzung gefährdet. Die Brückerkreuzung ist ein Magnet für Vorfahrtsmissachtungen. Hier wird gerne mal der Gegenverkehr übersehen. Aber ein besseres Verkehrsmodell als eine Ampelanlage scheint es auch hier nicht zu geben. Wir hatten überlegt, an der Brückerkreuzung einen Kreisverkehrsplatz zur Verbesserung der Verkehrssituation dann auch zu installieren, haben davon aber wieder Abstand genommen, weil die Verkehrsstärken einfach zu hoch sind an dieser Kreuzung und Kreisverkehrsplätze eben halt nur bis zu einem gewissen Verkehrsaufkommen auch funktionieren. Tatsächlich passieren die meisten Unfälle an der Ammerlandallee aufgrund von Vorfahrtsmissachtungen und Fehlverhalten beim Abbiegen. Aber auch ein niedrigeres Tempolimit ist eigentlich nicht nötig. Hier ist außerhalb der geschlossenen Ortschaft sowieso nur 60 erlaubt. Die Polizei ist ratlos. Wir haben ständig Verkehrsüberwachungsmaßnahmen auch in der Vergangenheit dort durchgeführt, um die Geschwindigkeit auch zu überwachen. Das wird auch weiterhin erfolgen. Aber irgendwann muss man auch erkennen, ist der Optimierungsgrad erreicht und dann geht es nicht besser. Zwar sind an der Ammerlandallee bisher zahlreiche Unfälle geschehen, gestorben ist hier in den vergangenen 2 Jahren jedoch niemand. Zumindest das ist ein kleiner Trost bei dieser prekären Verkehrssituation.